Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bloons Tower Defense 6. Und heute machen wir mal den Erfolg Josh Constanto. Und das Ganze ist eigentlich ganz lustig, weil egal wie man die unterste Skillung von der Nagelfabrik skillt und crosspasst, man kommt immer auf genau 40.875. Also man muss praktisch einfach eine Expertenkarte abschließen und zwar mit Permastachel. Ich habe am Anfang leider nicht aufgenommen, aber es ist ganz simpel. Ihr platziert als erstes ein U-Boot und einen Dart Monkey und dann baut ihr später noch einen zweiten Dart Monkey. Und diese stellt ihr dann auch später beide auf Stärkster. Ja, und ab dann habe ich wieder aufgenommen. Bauen wir Oben und zwar genau hier. Und den lassen wir auch auf Erster. Den müsst ihr also nicht umstellen. Also wie gesagt, die beiden Wurfallaffen Stärkster, Oben Erster. Und unser Dart bzw. unser U-Boot auch auf Erster. Das U-Boot müsst ihr dann auf größere Reichweite und danach auf Top-Spionage upgraden. Also auf Top-Spionage oben, damit es halt hier alles angreifen kann. Und ab jetzt ist eigentlich erstmal auch ein bisschen chilliger das Ganze. Ihr könnt die Open-Fähigkeit nutzen, ich werde sie nicht nutzen. Ja, wie ihr wollt, ne? Also ich werde die vielleicht eine Runde 40 oder so nutzen. Das sage ich dann aber vorher nochmal. Jetzt hier im Early Game werde ich sie nicht nutzen. So, dann holt ihr euch Luftdetonationspfeile. In Runde 23 müsst ihr den ersten Wurfallaffen, den ihr habt, upgraden auf verbesserte Sicht, damit das U-Boot sowie der Wurfallaffe den Kamoblun in Runde 24 angreifen können. Und dann könnt ihr das U-Boot auch auf Dreifachwaffe upgraden. So, als nächstes platziert ihr hier eure Spike Factory und diese upgradet ihr erstmal auf clevere Nägel und stellt diese hier auf nah, damit die Nägel auch direkt hier an Anfang fallen. Und danach könnt ihr auf langlebige Nägel gehen. So, als nächstes upgradet ihr die Nägel noch auf tödliche Nägel und dann noch zweimal in die Mitte auf noch schnellere Produktion. So, jetzt könnt ihr auch schon euren ersten Alchemisten platzieren. Den platziert ihr hier einfach vorne hin. Den könnt ihr einfach auf Erster lassen und den upgradet ihr erstmal nach oben. So, in Runde 40 just natürlich auch direkt den Dornbusch von oben, sobald der Moab in Reichweite von Oben ist. Also sobald er ungefähr hier ist, könnt ihr die Dornbusch-Fähigkeit nutzen. So, ihr seht, da kommt der Moab. Und sobald Oben attackt, nutzt direkt den Dornbusch einmal. Und das war's auch schon. Runde 40 ist super easy. Zack. Das defft einfach unsere Nagelfabrik. Das ist super easy. Als nächstes holt ihr noch Berserkergebräu und jetzt könnt ihr den erstmal so lassen, den Alchi. Und jetzt als nächstes geht ihr auf panzerbrechende Pfeile. So, nachdem wir panzerbrechende Pfeile abgegradet haben, könnt ihr eigentlich theoretisch, habt ihr zwei Optionen. Ihr könnt jetzt theoretisch in Dschungeltrommel gehen, um hier eure tödlichen Nägel zu buffen. Ich allerdings baue lieber erst immer 5 Druiden, beziehungsweise 6 Druiden braucht ihr, und zwar in der Nähe von Oben. Also einmal um Oben herum alle Druiden platzieren. So, nachdem alle Druiden platziert sind, können wir auch schon ein Affendorf bauen. So, jetzt bauen wir als nächstes ein Affendorf, das bauen wir ein bisschen weiter rechts, aber so, dass noch alle Affen bzw. alle Druiden in Reichweite sind. Also genau so wie hier jetzt, jetzt sind jetzt alle in Reichweite und dieses geht jetzt als erstes auf Radarscanner upgraden und danach auf Affenbusiness. Also Radarscanner, damit wir hier auch in Runde 47 schön Damage haben gegen die Kamobloons und danach geht ihr auf Affenbusiness und Affenhandel. So, als nächstes baut ihr dann ein zweites Affendorf neben dem anderen. Das baut ihr dann auch wieder so weit wie es geht nach unten. Das upgradet ihr auch auf Affenhandel und auf Dschungeltrommeln. So, und jetzt könnt ihr einfach anfangen, die Druiden auf 013 abzugraden. Alle auf 013. Die sind jetzt alle in Reichweite von den beiden Affendörfern und deswegen ist es um einiges günstiger. So, als nächstes upgradet ihr die Druiden alle zu Platzlust. Das könnt ihr auch einfach der Reihe nach machen. Also wirklich alle 6 upgraden zu Platzlust. Bisher müsst ihr auch nichts anderes machen. Also es ist super simpel, einfach der Reihenfolge nach upgraden. So, für 163 baut ihr einen 301 Alchi hier vorne hin. Und euren anderen Alchi upgradet ihr auf Kältetränke. Und ihr nutzt direkt von Anfang an Owens Abilities. Am besten direkt beide. So. Die sollten dann einfach direkt irgendwo hier vor ihm stehen. Ihr könnt die auch natürlich markieren, ein bisschen weiter nach hinten machen. Aber das müsst ihr für Runde 63 machen. Und das passt dann auch. Das reicht für Runde 63. Das ist die erste gefährliche Runde. Aber wie gesagt, also wenn ihr die beiden Fähigkeiten habt, ist das ein Selbstläufer. So, ich use jetzt nochmal die Fähigkeit von Oben hier in Runde 63. Und wie ihr seht, da ist nicht einer durchgekommen. Wir haben hier hinten noch die ganzen Spikes zur Not. Ja, easy.
So, der nächste und letzte Step ist, wir upgraden unsere beiden Alchemisten. Wir upgraden einmal den rechten und, wir upgraden jetzt gleich nochmal den linken auf stärkere Stimulanz. Und das war's auch eigentlich schon. Viel mehr wird hier nicht mehr gemacht in dem Run. Jetzt können wir auf den Zorn-Avatar sparen. So, am Anfang von Runde 84 solltet ihr jetzt gleich genug haben. Ich weiß nicht, ob ihr sogar schon in Runde 83 genug Geld habt für den schwarzen, für den Zorn-Avatar. Ich glaube, ja, in Runde 83 habt ihr schon genug für den Zorn-Avatar. So, wenn ihr dann den Zorn-Avatar gebaut habt. Ich habe es übrigens falsch gemacht. Ihr solltet immer den Druiden upgraden, der am meisten Schaden zu dem Zeitpunkt hat. Das wäre bei mir hier der in der Mitte gewesen mit 60.000 oder der hier vorne mit 60.000. Ich habe natürlich den allerschlechtesten geupgradet, den man hätte upgraden können. Upgradet bitte den, der am meisten Schaden gemacht hat, aber das hier ist dann nochmal ein guter Vergleich, wenn man selbst den schlechtesten upgradet, dass es auch trotzdem klappt. Als nächstes müsst ihr jetzt noch den Affen-Nachrichtendienst holen für die DDTs und danach könnt ihr auch schon auf Permastacheln sparen. So, also wie gesagt, den Affen-Nachrichtendienst und jetzt gleich Permastacheln und dann haben wir das Ding schon. So, in Runde 95 konnte ich Permastacheln kaufen. Es sieht ein bisschen close aus. Ihr könnt in Runde 95 auf jeden Fall die Owens Abilities nutzen. Aber wie gesagt, braucht man nicht. Ihr seht, ich habe den schlechtesten hier geupgradet und es klappt trotzdem wunderbar. Also ja. Und jetzt die letzten Runden muss man, glaube ich, nicht mal mehr was kaufen. Ich glaube, das sollte eigentlich so von dann gehen. Was ich jetzt natürlich noch machen kann, ich kann hier ein Affendorf kaufen und kann Dschungeltrommeln kaufen für unsere Permastacheln, damit die noch ein bisschen stärker sind. Mehr muss ich nicht machen. Ich kann jetzt AFK gehen. Ich zeige euch jetzt noch kurz Runde 100 und dann habt ihr euren Erfolg auch. So, hier ist Runde 100, da ist der Wahlbett. Ich use jetzt mal keine Fähigkeit, weil ich glaube nicht, dass man sie braucht. Der Platz ist gleich, wir haben da eh so viele Permastacheln, die können wahrscheinlich zwei Beds aufhalten. Und ja, da geht auch nicht wirklich mehr viel in die Permastacheln rein. Der Damage geht nochmal 10k hoch, das war's. Fertig, easy. Haben auch noch einen 003 Druiden bekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da. Peace.